Seit dem 24. Januar sind Grillen in der EU als Zutat in Lebensmitteln zugelassen. Ein neues Gesetz erlaubt es Lebensmittelherstellern, die Insekten gefroren, getrocknet oder als Pulver zu verarbeiten. Ähnliche Regeln gelten bereits für Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers. Laut der Europäischen Kommission gibt es 8 weitere Anträge auf die Zulassung von Insekten als Lebensmittel. Das Pulver der Grillen darf nun in allen möglichen Lebensmitteln vorkommen. Unter anderem in Brot, Keksen und Crackern, Backmischungen und Teigwaren, Soßen und Suppen, Fleisch- und Milchersatz und sogar in Schokolade. Die Produkte dürfen dann aber nicht als vegan oder vegetarisch ausgezeichnet werden. Die EU-Kommission stellt klar, jede und jeder kann selbst entscheiden, ob er oder sie Lebensmittel aus oder mit Insekten kauft oder nicht. Wenn Insekten in Produkten verwendet werden, müssen diese klar gekennzeichnet sein. Weltweit werden insgesamt bereits mehr als 1900 Arten von Insekten verzehrt. Laut Studien der Welternährungsorganisation sind sie eine nahrhafte Nahrungsquelle mit vielen Vitaminen, Ballaststoffen, ungesättigten Fettsäuren und Mineralien. Auch bestechen sie durch einen ähnlich hohen Proteingehalt wie Fleisch von Rind, Schwein oder Pute. Allerdings mit einer deutlich besseren Ökobilanz, wie die Umweltorganisation WWF schreibt. Im Vergleich zum Huhn werden zu ihrer Erzeugung etwa 50% weniger landwirtschaftliche Fläche benötigt.